So ihr Lieben, ja, was soll ich euch sagen? Ich bin auf dem Weg nach Galdar, denn dort gibt es eine Blumenausstellung. Oder anders gesagt, die Altstadt von Galdar ist ja, mit Blumen geschmückt. Und das will ich euch zeigen. Das geht auch noch bis zum 24. Mai. Und ja, ich bin fast da. Und jetzt das Wetter. Hallo und herzlich willkommen hier bei RBV Gran Canaria. Und unterwegs sind wir. Wo sind wir hin? Wie ich schon sagte, nach Galdar. Und ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Ihr seht im Hintergrund Pepe Chiringo. Ich mache jetzt hier auf der GC2 ein kleines Päuschen. Trinken Kaffee, bin ja nicht auf der Flucht. Und aber es ist einfach herrlich. Denn das werde ich euch jetzt auch noch eben schnell zeigen von hier aus. Der Atlantische Ozean, und zwar an der Nordküste. Ist ein bisschen anders, wie ihr das kennt von Playa de Ingles etc. pp. Moment. So, bin ein Stückchen weiter gegangen. Ihr seht, da vorne ist Pepe Chiringo. Da erwartet gleich mein Kaffee bzw. mein Milchkaffee. Und die Berge wollte ich euch nicht zeigen. Aber ihr hört vielleicht das Rauschen neben den Windgeräuschen. Und vorhin lässt die Nordküste. Sieht alles ein bisschen anders aus. Die Wellen, ich glaube, da wäre kein Sand mehr da, wenn wir solche Wellen hätten im Süden von der Insel. Das Häuschen ist auch nicht schlecht, oder? Wenn da mal eine Welle zu viel kommt, sind die Fenster geputzt, zumindest auf der Nordseite des Hauses. So, aber das wollte ich euch mal zeigen. Ich hoffe, ihr hört neben den Windgeräuschen auch das Rauschen vom Meer. Das ist wirklich, wenn die Wellen so brechen. Cool, Mir gefällt's. Ich hoffe, euch auch. So, Galdar habe ich schon mal gefunden. Auch den Parkplatz. Ich bin also in der Nähe. Ich gehe mal davon aus, dass ich richtig bin, aber das werde ich jetzt gleich sehen. Ich will mal weiter. So, ihr Lieben, und ich glaube, ich bin fündig geworden. Wollen wir uns mal aus der Nähe betrachten. So kann natürlich ein kleiner Park aussehen. Herrlich, oder? Das sieht schön aus. Aber das hat mit der Veranstaltung hier oder dem Event nichts zu tun. Das hat was damit zu tun. Das ist hier extra hingebaut worden. Schön anzuschauen, oder? Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass das nicht die einzige Stelle war. Achso, falls das jemand sucht, es ist Plaza de Santiago. Und auf der anderen Seite sieht es auf einmal nochmal anders aus. Wir sind immer noch an derselben Stelle. Wahnsinn, ne? Das ist schön, das ist bunt, das macht gute Gefühle. Es gefällt, ja. Ist die Reise wert. Also wer jetzt glaubt, dass Galdar immer so aussieht, das dem ist nicht so. Das ist wirklich hier hingebaut worden. Und wenn man sich das anschaut, ist das einfach wunderschön. Wenn man jetzt wieder von der anderen Seite guckt, guck mal, es geht bis da oben hoch. So, ihr Lieben, und hier die nächste. Wenn ich das richtig verstehe, hier präsentieren sich auch genau genommen Gärtnereien, wie zum Beispiel diese. Das Schöne ist wirklich, ihr seht also auch dann die Zelte. Das heißt, hier sind Attraktionen, also eben in dem Fall die Blumen. Guck mal, da geht es schon weiter. Und dann. So. Hier wurde die Verfilmung gemacht von Black Pearl. Nein. Fluch der Karibik.
Was auch das bedeuten soll, es ist wunderschön. Auch hier wieder eine Gärtnerei, die sich hier also präsentiert und vorstellt. Übrigens, das ist das Plakat von der Veranstaltung Galda and Flor. Vom 3. bis 24. Mai. Ja, die Bilder geben das gar nicht so her, wie es wirklich aussieht. Also es ist wirklich ein wunderschöner Eindruck. Das wird der eine oder andere sagen, ey, das sind ja nur Blumen. Tja, es sind nur Blumen, aber schöne Blumen. So, und hier ist gleich die nächste Stelle. Jetzt gehe ich mal andersrum. Oh, noch mal eine Stufe. Ja, ich bin so fasziniert, ich sehe die Stufen nicht. Es ist also, wie gesagt, mitten in der Altstadt. Hier ist normalerweise eine Straße. Ja, es ist eine Geschichte, die einfach schön ist. Ich merke schon wieder mit dem Wind, Freunde, aber ich kann es nicht ändern, der Wind ist einfach da. Müssen wir mitleben. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Lass es einfach auf uns mal wirken. So, auch hier. Und auch überall so Möglichkeiten gemacht, wo man sich reinstellen kann oder draufsetzen kann, um einfach für diese Bilder, also als Bild zu machen von diesen Bildern für zu Hause, fürs Album oder ähnliches. Oder beispielsweise jetzt für mich, für den Film. Wenn es euch übrigens gefällt, macht gerne mal einen Daumen hoch. Also ich bin ein bisschen sprachlos, mir gefällt es. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Oh, dann drehe ich mich nochmal um. Auch hier wäre wieder so eine Sitzgelegenheit, um ein schönes Video machen zu können. Mittendrin, eben zwei, drei Töpfe, wirkt jetzt wirklich... Normalerweise würde es phänomenal wirken, aber sind einfach jetzt im Vergleich zu den ganz großen Dingern, die gemacht werden, halt zwei kleine, drei Töpfe. Aber ist was ausmacht, oder? So ein bisschen mal was Buntes. Wenn man hochschaut, also bunt ist beliebt in Galda. Jedes Haus hat hier eine andere Farbe. Und da kommen wir auch hier schon zum nächsten Motto. Ich sehe im Hintergrund eine Giraffe, vorne sehe ich einen Elefanten. Und immer wieder zwischendurch, wieder wo ein gastronomischer Betrieb ist, ist auch wieder ein Zeltchen. Und an diesem Zelt kannst du drunter sitzen. Ups, da. Oh ja, hier sieht es auch nochmal ganz anders aus. Ja, mitten in der Altstadt von Galda. So, ihr Lieben, und eins zeige ich euch noch. Will ja auch nicht alles zeigen. Soll sich auch lohnen, für euch mal vorbeizukommen. Es geht ja um Eindrücke. Schön, ne? Ich wiederhole mich, aber ihr kennt das ja. Ne? Daumen hoch bedeutet, gefällt mir. Thank you.
Wie gesagt, bis zum 24. Mai ist diese, wie soll ich es nennen, eine Veranstaltung, Ausstellung auf alle Fälle noch zu besichtigen. Und es ist kostenlos. Sicherlich werdet auch irgendwo einen Kaffee trinken. Das kostet halt was. Klar, die gastronomischen Betriebe haben offen. Ist auch ganz gut so. In diesem Sinne, tschüss, bye bye. Dein hier, euer Martin Schulte. Ciao.